Vielen Dank auch für die Einladung. Der Mindestlohn kommt. So haben wir es im Koalitionsvertrag verabredet und so setzen wir es jetzt auch um. Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss ist der Weg für den Mindestlohn frei. Der Mindestlohn kommt, das ist vor allem eine gute Nachricht für die Menschen, die hart arbeiten, aber so niedrige Löhne bekommen, dass sie davon nicht leben können. Und deswegen schaffen wir mit diesem Tarifpaket auch mehr Lohngerechtigkeit. Und das ist gut für den Zusammenhalt auch in Deutschland insgesamt. Wir wollen, dass der Mindestlohn ab 01.01.2015 gilt, und zwar für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben ab 01.01.2015 grundsätzlich einen Anspruch auf einen Stundenlohn von 8,50 Euro. Wichtig ist, vom Mindestlohn profitieren künftig alle Beschäftigten in allen Branchen in Ost und West. Wir haben in den letzten Wochen einen Branchendialog geführt. Manche Branchen sehen noch Probleme beim Übergang. Die Beispiele sind ja auch bekannt, von den Zeitungsboten bis hin zu den Taxifahrern. Wir sind weiter intensiv mit diesen Branchen im Gespräch und suchen gemeinsam auch nach geeigneten Übergängen in den Mindestlohn. Ich bin sicher und habe auch nach den Gesprächen die Zuversicht mitgenommen, bis Ende 2016 können das auch alle schaffen. Bis dahin können nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz erstreckte tarifvertragliche Abweichungen vorübergehend gültig bleiben. Ab dem 01.01.2017 gilt das allgemeine gesetzliche Mindestlohn ohne jede Einschränkung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit liegt in der Natur der Sache, dass echte ehrenamtliche Tätigkeiten nicht darunter fallen, genauso wenig wie die Berufsausbildung. Auch kurze ausbildungsbezogene Praktika bis zu 6 Wochen oder Pflichtpraktika im Rahmen der Ausbildung oder Praktika während eines Studiums fallen bis zu 6 Wochen nicht unter den Mindestlohn. Damit erfüllen wir ein wichtiges Versprechen, das wir gegeben haben. Wir wollen, dass die Generation Praktikum der Vergangenheit angehört, diejenigen, die eine Ausbildung haben, die ein Studium abgeschlossen haben, die dann Praktika machen, die werden in Zukunft auch einen Mindestlohn bekommen. Ausbildung, das habe ich bereits deutlich gemacht, muss erste Priorität haben. Junge Menschen sollen eine Ausbildung machen, statt einen vielleicht besser bezahlten Job anzunehmen. Deshalb sollen Jugendliche bis 18 Jahre ohne Ausbildung vom Mindestlohn nicht erfasst werden. Das sind ja im Wesentlichen Schülerinnen und Schüler. Wie wirkt sich der Mindestlohn nun auf die Menschen aus, die bereits lange arbeitslos sind? Was bedeutet das für ihre Chance, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Diese Frage hat uns in der Bundesregierung in den letzten 2 Wochen intensiv beschäftigt. Und was ich hier heute vorlege, ist eine ausgewogene Lösung, die den Langzeitarbeitslosen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt bauen kann. Und Langzeitarbeitslose werden deswegen für 6 Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Danach allerdings gilt auch für Langzeitarbeitslose der Mindestlohn uneingeschränkt. Nun, das Tarifpaket stellt einen Wendepunkt dar. Der Wert der Arbeit wurde in den letzten Jahren in Mitleidenschaft gezogen. In Zukunft wird Arbeit wieder gerecht entlohnt. Ab jetzt ist Arbeit keine Ramschware mehr. Gerechte Entlohnung ist eine Frage des Respekts für geleistete Arbeit. Mit dem Tarifpaket sorgen wir dafür, dass Arbeit wieder ihren Wert bekommt. Darum hat das Gesetz auch den Namen Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie, weil neben dem Mindestlohn, den ich ja bereits vorgestellt habe, auch andere wichtige Reformen in diesem Paket drinstecken. Mit der Neuregelung der allgemeinverbindlichen Erklärung soll die Erstreckung eines Tarifvertrags auf tarifgebundene Arbeitgeber, auf nicht tarifgebundene Arbeitgeber, Entschuldigung, erleichtert werden. Wir wollen erreichen, dass das Arbeitsleben wieder weitgehend gemeinsam durch Gewerkschaften und Arbeitgeber gestaltet wird. Besonders, wo die Tarifbindung so gering ist, wie seit Jahrzehnten nicht. Nur noch 31% der Arbeitgeber sind heute in der Tarifbindung und nur noch 50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Und da ist etwas ins Rutschen gekommen. Und mit diesem Tarifpaket setzen wir dort gemeinsam in der Bundesregierung ein starkes Signal,
dass die Stärke, die Deutschland hat, die Tarifpartnerschaft, in Zukunft wieder stärker wird, als sie es jetzt ist. Und das erreichen wir durch die Erleichterung beispielsweise der allgemeinverbindlichen Erklärung. Wir öffnen darüber hinaus das Arbeitnehmerentsendegesetz für alle Branchen. Das Arbeitnehmerentsendegesetz ist zurzeit nur für wenige Branchen in Anwendung. Und was bedeutet das? Jeder und jeder Arbeitnehmer erhält den Mindestlohn, egal ob er ein deutscher Arbeitnehmer ist oder ein ausländischer Arbeitnehmer. Und der Vorteil ist, wir schützen damit beide. Wir schützen den deutschen Arbeitnehmer davor, durch Lohndumping seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder selber in Lohndrückerei zu geraten. Und wir schützen den ausländischen Arbeitnehmer vor menschenunwürdigen Löhnen. Das ist mir besonders wichtig. Mit dem Kabinettsbeschluss heute können wir dann noch vor dem Sommer im Bundestag dieses Tarifpaket abschließen. Im Herbst läge es dann nach den jetzigen Planungen dem Bundesrat zur Beschlussfassung vor. Und ab 1.1.2015 soll der Mindestlohn dann eben gelten. Für die Menschen in unserem Land ist der Mindestlohn mit drei Worten zu beschreiben. Mindestlohn gleich 8,50 Euro. Und das stimmt ja auch. Genauso war es jedoch, dass dies wahrscheinlich das komplexeste und folgenreichste arbeitsrechtliche Gesetz seit Jahrzehnten in Deutschland ist. Und deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen als Ministerin, heute allen meinen Mitarbeiterinnen im BMAS zu danken für die hervorragende Arbeit. Ich möchte mich aber auch bedanken beim Bundeskanzleramt und den anderen Ressorts, die trotz strittiger Punkte konstruktiv und professionell mit uns nach gemeinsamen Lösungen gesucht haben und sie gefunden haben. Und ich möchte mich bedanken bei den Tarifpartnern, die bereits im Vorfeld auch und bei der Erstellung dieses Gesetzes ihre Fachkompetenz hier mit eingebracht haben. Sie sehen also, wir geben der Arbeit ihren Wert zurück. Wir bringen Deutschland wieder ins Lot. Vielen Dank, Frau Nahles. Kommen wir zu Ihren Fragen. Ich bitte, dass wir zunächst Fragen zu diesem Themenbereich stellen und dann zu anderen Themenbereichen gehen. Sie hatten eher zu einem anderen Thema eine Frage? Gut, wunderbar. Dann fangen wir mit Ihnen an. Bitte schön. Okay. Zu den Langzeitarbeitslosen. Wie groß ist da die Gefahr, dass so eine Art Dauerschleife von Kurzzeitbeschäftigung bei Langzeitarbeitslosen entsteht, wenn sie eine Ausnahme haben? Kann es sein, dass die Arbeitgeber da eine Lücke nutzen, dass durch Befristung und Unterschreitung des Mindestlohnes da so eine Art Dauerschleife entsteht mit einer wachsenden Zahl von Langzeitarbeitslosen oder Kurzzeitbeschäftigten? Wenn ein Langzeitarbeitsloser einen Tag gearbeitet hat, dann ist diese 12 Monate, also nach 12 Monaten wird jemand als langzeitarbeitslos gewertet, wenn er 12 Monate keine Arbeit hatte. Hat er einen Tag gearbeitet, fängt die Zeitrechnung wieder von vorne an. Er gilt dann also nicht mehr als langzeitarbeitslos, es sei denn, er ist jetzt ein Jahr wieder arbeitslos. Das bedeutet, dass eine Kette, wie Sie sie andeuten, aus meiner Sicht so nicht möglich ist. Eine Nachfrage, entsteht da nicht ein Anreiz, soll man sagen, also den Pool von Langzeitarbeitslosen zu vergrößern? Wir haben derzeit 1 Million Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Davon waren im letzten Jahr 180.000 in der Vermittlung, sind vermittelt worden. Wenn man sich die Gruppe der Langzeitarbeitslosen anguckt, dann gibt es sehr viele Gründe, warum sie arbeitslos geworden sind. Wir haben aber vor allem viele Gründe, warum sie Schwierigkeiten haben, im ersten Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Und deswegen werden wir auch noch in Kürze ein großes ESF-Programm umsetzen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Und das werden wir, so hoffe ich, erfolgreich umsetzen. Die Probleme jedenfalls sind sehr vielfältig. Ich glaube, dass wir erfolgreich in den letzten Jahren waren, die Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit zu senken. Wir merken aber jetzt seit geraumer Zeit, dass das stagniert. Und wir wollen im Grunde genommen, gerade weil es stagniert, weil die Langzeitarbeitslosen am wenigsten von der guten Arbeitsmarktlage profitieren, jetzt durch die Möglichkeit, im ersten halben Jahr vom Mindestlohn abweichen zu können, vielleicht einen Anreiz schaffen für die Arbeitgeber auch, hier noch mal genauer hinzugucken. Ich sehe das eher als Vorteil. Ich finde, das ist eine vernünftige Lösung, die wir gefunden haben.
Und deswegen kann ich nicht erkennen, dass das zum Nachteil für die Langzeitarbeitslosen wird. Wenn man sich die Gruppe anguckt, braucht es aber wahrscheinlich noch mehr für diejenigen, die mehr als ein Jahr vielleicht auch lang, vielleicht schon jahrelang arbeitslos sind. Und das werden wir auch leisten, indem wir natürlich mit unseren arbeitsmarktpolitischen begleitenden Maßnahmen nicht nachlassen, sondern die sogar noch verstärken werden. Herr Denkel. Frau Nahles, eine Wissensfrage. Wir haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen, was mit Rumänen und Bulgaren ist, zum Beispiel, die oft auch unter ausbeuterischen Bedingungen in Deutschland arbeiten müssen. Gibt es eine Art Garantie oder eine Hilfestellung für solche Menschen, die aus dem Ausland kommen, dass sie auch Mindestlohn erhalten können? Bekommen die besondere Hilfen? Es gibt ja auch Sprachbarrieren, die dazu führen, dass sie nicht in der Lage sind, meinetwegen Klageweg einzuschreiten. Gibt es da Vorkehrungen, wie man da helfen kann? Zunächst haben wir im Gesetz selbst ja dadurch, dass die Tarifverträge erstreckt werden über das Arbeitnehmerentsendegesetz, dass man grundsätzlich auch gewährleistet, dass Mindestlöhne eben auch für die ausländischen Arbeitnehmer gelten. Das Zweite ist, das muss effektiv kontrolliert werden. Und deswegen wird es auch eine personelle Aufstockung beim Zoll geben, um das leisten zu können. Dann drittens gibt es eine Generalunternehmerhaftung, die wir hier verankert haben. Es kann sich jetzt nicht jemand hinstellen und sagen, ist mir egal, was meine Subunternehmer machen, ob die dann rumänische Werkvertragsarbeitnehmer für 4 Euro schaffen lassen, sondern wir wollen da wirklich gucken, dass das dann auch ein Haftungsfall wird, wenn man da wirklich leichtfertig arbeitet. An der Stelle haben wir diese Möglichkeit eingebaut. Und darüber hinaus, ich habe mir das gerade in Hamburg angeguckt, da haben die eine Beratungsstelle für insbesondere osteuropäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich komme da rein, sitzen 3 bulgarische Frauen da, Reinigungskräfte, die seit mehreren Monaten, obwohl sie ihre Arbeit ganz ordnungsgemäß geleistet haben, kein Geld bekommen haben, überhaupt keins. Die werden teilweise schlicht ins Leere geschickt. Und für diese Leute, da gibt es dann eine Muttersprachlerin, gibt es diese Beratungsstelle. Das machen einige andere Länder auch noch. Ich finde, das brauchen wir überall in Deutschland. Wenn Freizügigkeit da ist mit den typischen Regionen, wo die Zuwanderung halt in dem Bereich herkommt, das ist nun mal Osteuropa, dann brauchen wir auch nicht nur eine wirksame Bekämpfung des Missbrauchs. Da wissen Sie, sind wir mit dem Staatssekretärsausschuss und mit einem Bericht ja auch in Arbeit an diesem Problem, sondern wir brauchen auch Fairness gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zu uns kommen. Und deswegen werde ich aktiv den flächendeckenden Ausbau dieser Beratungsstellen unterstützen. Herr Wonka, bitte. Frau Nahles, 2 Fragen. Erstens, wieso eigentlich 8,50 Euro und nicht 10 Euro? Das ist doch naheliegend, dann hätte man gleich für die Zukunft vorgebaut. Und was Sie zu der Langzeitarbeitslosenregelung gesagt haben, da sagten Sie, also das ist eine vernünftige Lösung, bietet viele Vorteile. Da stelle ich mir die Frage, wieso sind Sie eigentlich nicht gleich draufgekommen, sondern hatten erst einen anderen Plan bei den Langzeitarbeitslosen und sind dann eingeknickt? Also zunächst erstmal, wir liegen mit 8,50 Euro, wenn man den internationalen Vergleich sich anguckt, wenn man auch den Median bildet der Löhne hier in Deutschland, auch wenn man die besondere Situation in Ostdeutschland, wo das Lohnniveau noch etwas niedriger ist als in Westdeutschland, sich anguckt, genau in der Mitte. Oder anders gesagt, wir liegen da genau richtig, auch wenn man wissenschaftliche Fakten hinzuzieht. Und ich kann ehrlich gesagt auch nur davor warnen, jetzt ohne Augenmaß einen Mindestlohn einzuführen. Ich werbe sehr dafür, dass wir mit den 8,50 Euro jetzt beginnen. Die Steigerung von Mindestlöhnen wird in Zukunft dann nicht mehr meine Aufgabe sein, sondern die geht wieder zurück an die Tarifpartner via Mindestlohnkommission. Und die werden dann darüber befinden. Wenn die der Meinung sind, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der angepasst werden kann dann ab 2018, dann ist das denen überlassen. Ich halte jedenfalls eine Einführung des Mindestlohns mit Augenmaß, und wir liegen mit 850 genau auf der Linie Augenmaß, halte ich für den besten Weg, um auch die Akzeptanz zu steigern. Im Übrigen haben wir in Deutschland noch nie einen flächendeckenden Mindestlohn eingeführt. Also deswegen sollten wir doch auch gerade im ersten Schritt einen vernünftigen Weg wählen. Und ich denke, genau das tun wir hier mit diesem Gesetz und auch mit der 8,50 Euro-Marke. Und im Übrigen, Herr Wonka, ich
sehe es so. Ich habe in den letzten Wochen mir sowohl von einzelnen Branchen als auch von anderen Ressorts eine ganze Reihe von Bedenken und Sorgen angehört, die sie haben, was die Einphasung, was die Übergänge angeht, die wir jetzt in bestimmten Branchen brauchen, um den Mindestlohn auch erfolgreich einzuführen. Und genauso geht es um bestimmte Personengruppen. Und ich empfand es als ein ehrliches und in der Sache auch begründbares Ringen bei der Frage der Langzeitarbeitslosen. Und ich habe es deswegen für gut empfunden, dass wir am Ende eine gemeinsame Lösung entwickelt haben, die ich für vernünftig finde und hinter der ich vollumfänglich stehen kann. Da wir aber, ich hatte es Ihnen gerade gesagt, auch nicht wissen, wie wirkt es jetzt ganz speziell auf diese Gruppe, haben wir uns ja selber vorgenommen, auch im Gesetz zu sagen, wir prüfen die Wirkung dieser Regelung 2016. Dann bin ich hoffentlich noch Ministerin. Und dann gucken wir uns an, hat sich das positiv ausgewirkt für die Langzeitarbeitslosen oder nicht. Und das fand ich einen sehr guten Weg, den wir da gemeinsam entwickelt haben. Und ich bin froh, dass diese Bundesregierung in der Lage ist, auf Sorgen und Bedenken noch einzugehen. Gerade bei der Einführung eines so neuen Instrumentes wie ein Mindestlohn, das ist keine Kleinigkeit, das ist ein Riesending, was wir da bewegen, zu sagen, wir gucken uns an, wie wirkt das in den einzelnen Branchen, wie wirkt das auf einzelne Personengruppen und so weiter. Und daher kann ich damit sehr gut leben. Und nicht nur das, ich stehe vollumfänglich hinter dieser gefundenen Lösung. Frau Kollegin, bitte. Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk. Frau Nahles, Sie haben das Ringen mit der Union beschrieben. Wie sicher sind Sie sich eigentlich, dass die Union jetzt zufrieden ist und dass da nicht im parlamentarischen Verfahren noch einiges auf Sie zukommt, was Forderungen nach Ausnahmen angeht? Und zweitens, aus der Linken hört man, die glauben, dass es nicht ganz grundgesetzfest ist, von wegen Antidiskriminierungsgesetz, Ausnahmen und so weiter. Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich da noch angreifbar machen? Ich habe überhaupt keine Befürchtung. Ich bin deswegen so sicher, weil wir ein sehr gutes Gesetz hier vorlegen. Wir haben viele der Einwände, die man auch verfassungsrechtlich haben kann und so weiter, geprüft. Da ist man nie hundertprozentig sicher, aber das, was wir jetzt gemacht haben, ist das Menschenmögliche. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die Regelungen, die da jetzt drinstehen, dass die verfassungsfest sind. Zum Zweiten, es gibt natürlich jetzt ein parlamentarisches Verfahren. Ich bin selber Parlamentarierin und achte das auch. Und selbstverständlich wird es Debatten geben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das jetzt überzeugend aus sich heraus. Und ich gehe deswegen davon aus, dass dieses Gesetz auch Änderungen, Sie kennen ja das Strucksche Gesetz, wird es wahrscheinlich hier und da noch geben, aber im Großen und Ganzen wirklich auch so überzeugend jetzt ist, auch mit dem, was wir an Lösungen gefunden haben, dass ich keine Sorge habe vor dieser Debatte, auch der parlamentarischen Debatte, und insoweit sehr zuversichtlich jetzt auf die nächsten Monate gucke. Wir beabsichtigen, am 4. Juli ins Parlament mit der zweiten, dritten Lesung zu gehen. Und ich denke, das ist ein guter Zeitraum, um jetzt noch weitere Wünsche oder Bedenken, die es da geben kann, zu diskutieren. Für uns ist diese Zeit aber wichtig, weil wir ja noch für einige Branchen auch noch Hilfestellungen leisten wollen für die Einphasung, für diese Übergangsregelung bis Ende 2016. Deswegen brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit, dass es wirklich für alle Branchen am Ende auch passt. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das Gesetz, so wie es jetzt ist, im Großen und Ganzen auch das Parlament passiert. Frau Kollegin, bitte. Tamara Anthony, ARD Hauptstadtstudio. Zwei kurze Fragen. Und zwar, Sie sagten gerade, Sie wollen manchen Branchen bei Übergangslösungen Unterstützung bieten. Ich denke mal, das sind Zeitungsausträger und Saisonarbeiter. Was genau heißt das, wenn Sie sagen, Sie wollen den Branchen Unterstützung geben? Und die zweite Frage zu den Praktikanten. Habe ich das richtig verstanden, dass wirklich alle Praktika, die länger als 6 Wochen sind, für die gilt ein Mindestlohn? Oder gibt es da auch Praktika, die anders gewertet werden? Wenn Sie ein Pflichtpraktika machen, das jetzt länger dauert, nein. Dann gilt auch, das ist ja eben der Unterschied, gibt es ein studienbegleitendes Pflichtpraktika und so weiter, dann gilt das auch länger als 6 Wochen nicht. Aber für freiwillige Praktika gilt das. Der zweite Punkt, wir haben eine Situation, dass wir teilweise Branchen haben, wo es regionale Tarifverträge gibt. Da helfen wir jetzt zum Beispiel dabei, wie können wir die bundesweit geltend machen.
Und wie können wir die dann ins Arbeitnehmerentsendegesetz überführen? Und damit wäre dann eine Übergangsmöglichkeit bis Ende 2016 gewährleistet. Da gibt es einige Branchen, das ist nicht nur eine. Da können wir ganz konkrete Hilfestellungen geben. Teilweise machen das die Tarifpartner untereinander, aber wir können da auch rechtlich und auch mit anderen Ratschlägen sicherlich hilfreich sein. Der zweite Punkt ist, dass wir auch natürlich da, wo es bisher noch gar keine Tarifverträge gibt, jetzt versuchen, das ist ja normalerweise, kann das manchmal Jahre dauern, versuchen wir jetzt wirklich, die Sachen möglichst zügig auf den Weg zu bringen mit den Tarifpartnern. Und wir haben gemerkt, dass die Bereitschaft dafür sehr groß ist, zum Beispiel auch bei den Taxiunternehmen, die uns gesagt haben, sie wollen sich jetzt mit der Gewerkschaft, in dem Falle Verdi, zusammensetzen, um eben in den Genuss dieser 2 Jahre Übergangsregelung zu kommen. Aber gerade bei den Taxiunternehmen, schönes Beispiel, kann ich auch insoweit hilfreich sein, als dass wir die kommunalen Spitzenverbände bei der Anhörung direkt mal mit eingeladen haben, die Taxiunternehmen ihre Tarife nicht selber festlegen, sondern das machen eben die Kommunen. Und die müssen jetzt auch ein bisschen mitziehen. Also mit anderen Worten, für jede einzelne Branche, könnte ich jetzt also relativ lange hier ausführen, brauchen wir wirklich auch immer begleitende Hilfestellungen und Lösungen. Und wir brauchen vor allem auch noch ein bisschen Zeit für den Dialog und die Findung von Verabredungen auch zwischen den Tarifpartnern, bin aber da habe ein gutes Gefühl, da ist vieles in Bewegung gekommen, jetzt gerade in den letzten 2 Monaten. Herr Gartner, bitte. Frau Nahles, noch mal eine Frage zu den Langzeitarbeitslosen, weil ich es immer noch nicht verstanden habe. Wie wollen Sie denn verhindern, dass Arbeitgeber Langzeitarbeitslose dann eben nur ein halbes Jahr einstellen, wenn sie eben wissen, dass sie ein halbes Jahr nicht den Mindestlohn zahlen müssen? Das kann ich nicht verhindern. Ich kann nicht in die Strukturen der Arbeitsverträge oder der Arbeitsfindungsprozesse eingreifen in Deutschland. Man muss allerdings dazu wissen, dass wir zurzeit ja für viele Langzeitarbeitslose auch Lohnkostenzuschüsse zahlen. Weil die Gruppe der Langzeitarbeitslosen, wenn das so leicht wäre, wissen Sie, wenn es so einfach wäre, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermitteln, dann wären wir ja alle froh. Die Wahrheit ist, dass viele Arbeitgeber damit ein erhebliches Problem haben. Selbst wenn die weniger als 8,50 Euro zahlen müssen, wie das ja heute übrigens der Fall ist. Heute gibt es ja noch keinen Mindestlohn. Müsste ja ein Riesenrun auf die Langzeitarbeitslosen in Deutschland existieren. Den gibt es aber bedauerlicherweise nicht. Ich habe jetzt gestern die Arbeitslosenzahlen wieder festgestellt. Überall geht die Arbeitslosigkeit runter, bei Langzeitarbeitslosen auch, aber nur 2.800 Leute weniger. Wir haben insgesamt über 80.000 weniger in der Gesamtbevölkerung. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, erwarte ich schlicht und ergreifend nicht das, was Sie hier befürchten. Aber im Einzelfall, wenn Sie mich nach einem Einzelfall fragen, kann ich das natürlich nicht ausschließen. Für wahrscheinlich halte ich es nicht, dass das zu einem großen Problem wird. Im Gegenteil, ich glaube, wir schaffen für die Langzeitarbeitslosen vielleicht eine kleinere Hürde. Wir schaffen eher eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt, weil Arbeitgeber sagen, okay, das ist ein Angebot, dann gucken wir mal, wie komme ich mit dem klar. Und wenn das dann gut läuft, kann das ja auch dazu führen, dass man dann länger beschäftigt ist oder sogar fest eingestellt wird. Man kann es jetzt negativ sehen oder positiv. Wir haben uns entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wir haben uns auch entschlossen, uns 2016 anzugucken, funktioniert es denn auch? Und dann werden wir das gemeinsam bewerten. Herr Kollege. Frau Nahles, Sie haben vor einigen Wochen auf dem gleichen Stuhl gesessen und gesagt, der Gesetzentwurf zur Rente erfülle Sie mit Stolz. Gilt das für diesen jetzt auch? Und wenn ja, auf welchen sind Sie jetzt mehr stolz, Mindestlohn oder Rente? Ich bin heute sehr froh, weil ich weiß, dass dieses Gesetz unmittelbar die Löhne für 4 Millionen Menschen verbessert.